So, meine Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge im Mittelerde der Schatten des Krieges. Und wir machen weiter mit der Hauptmission hier in Minas Ithil. Die Arena. Der Feind hat sich bei der Arena versammelt und der Hexenkönig fordert den Grabwandler heraus. Oh, das wird ja lustig. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Welch Teufelswerk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Meines Vaters. Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Sie scheinen viel von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Willkommen in der Arena, Menschlein. Die Menge fordert ein blutiges Spektakel. Und du wirst es ihnen bieten. Das werde ich, definitiv. Yes! Ja, es kann gut sein, dass du das tust, aber... Aua. Verzeihung. Nicht mit mir, Spacko. Also, das ist keine Chance, Fettsack. Das war's nämlich schon. Ich habe den dunklen Herrscher enttäuscht, doch sein Vorhaben bleibt bestehen. Er hat Pläne für deine Stadt, Menschenschwein, und er hat Pläne für dich. Ja, kein Problem, hä? Zu gut. Idril braucht mehr Zeit. Soll ich für sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Recken anzutreten. Ich warte immer noch. Okay, überlebe den Kampf in der Arena. Ist das aber der einzige, der kommt, oder?
Okay, es kommen ein paar mehr. Du schreitest nicht einfach aus dieser Arena. Du wirst hinausgetragen. Von einem Dutzend Orks. In ein Dutzend Einzelteilen. Ja, schauen wir mal. Gut, dich brauche ich nämlich. Sehr schön. Jetzt erstmal eine Hinrichtung. Scheiße. So, komm schon. Aua. Alter, was? Ein Schlag? Alter, krass. Ein Schlag? Ein Schlag, Mann, ein Schlag. Scheiße. Ein verschissener Schlag und ich bin down. Nein, das gibt's nicht. Unmöglich. Unmöglich. Glaubst du, es ist der Palantir, der diese Stadt retten wird? Was machst du jetzt da? Erneut versuchen natürlich. Ich hoffe, es geht ab dem Punkt wieder los, wo ich gegen diesen Spasti kämpfen muss und nicht wieder von ganz vorne. Ja. Okay, ich muss glaube ich meine Macht bei anderen auffüllen. Gibt's nicht, oder? Ja, der andere ist unaufhaltsam hier. Gar nicht. Ich muss überleben. Denn von mir, der scheiß Spasti. Ja.
okay. Komm schon, ich bin nicht mehr vergiftet. Das sind die Spacken, ja? Ah, du nicht unbedingt. Komm schon, euch brauche ich hier. Sehr gut. Aua. Das gibt's nicht, das interessiert ihn gar nicht, oder? Okay, er kriegt von mir keine Hinrichtung, weil sonst wird er nämlich angepisst. Das will ich auf gar keinen Fall. Dann muss ich so platt machen. Wenn überhaupt noch als letztes. So. Oh, der war echt schwer, ey. Dieses Drecksgift, das ist viel heftiger geworden als beim ersten Teil. Glaube ich zumindest. So, kommt noch einer. Wie gut, dass du zu mir gekommen bist. Denn jetzt habe ich die Ehre, dich zu vernichten. Besonders schwer wird das nicht. Na, denkst du? Ist der noch lower? Ach, scheiße, Alter. Fuck. Scheiß Fährten oder Fallensteller oder was? Was ist das für ein scheiß Spasti? Der ist von in Richtung in die Fresse. Das bringt wenigstens auch was bei dem. Komm schon. So, das war's mit dir. Nicht, was das Menschlein hat. Er wollte einen richtigen Kampf und jetzt kriegt er ihn. Spürst du das? Na dann los. Hier treffen wir uns wieder. Unser letzter Kampf liegt eine ganze Zeit zurück und fand weit weg von hier statt. Aber diesen Ort hier hast du dir zum Sterben ausgesucht. Und ich? Ich respektiere das. Ist das einer dann aus Mordor Schatten noch, oder wie? Vermutlich. Sehe ich jetzt einfach mal so als... Alter, der ist echt slow. Der ist echt schlecht im Vergleich. Also das ist ein 16er, ne? Der ist ganz benommen. Komm schon. Komm schon, jetzt kick ihn. Jetzt gib ihm. Alter, das ist Terror-Niederlage jetzt hier für den. Das war's. Das habe ich nicht kommen sehen. Sei es drum. Beende es. Was? Ich hab's doch beendet, du Lappen. Jetzt aber. Was? So, jetzt war's das auch mit dir. Ey,
Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt! Und euer Champion hat es auch getan! Für den Kampf gegen diesen erbärmlichen Feind versprach der dunkle Herr Gnade! Richtet euren Blick nun auf den hellen Herrscher! Ich zeige keine Gnade! Lauft! Lauft! Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus! Ich komme ihn holen! Alter, der ist immer richtig pisst, ey. Leck mich am Arsch, der ist richtig pisst. Hoffen wir, dass Idril ihren Vater gefunden hat. Der Palanti ist das Einzige, was zählt. Er darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. So, ich brauche noch ein bisschen Leben hier. So. Ja, und ihr alle ab, Feiglinge. Dreckigen, miesen Feiglinge. Aber okay, wir haben es geschafft. Es läuft eigentlich ganz ordentlich hier. Muss ich schon sagen. Was bist du für ein Tot. Okay, nein. Jetzt müssen wir schon schauen. Gibt es irgendwas Neues jetzt auf der Karte eigentlich? Nö, doch. Hier gibt es was Neues. Da kann ich irgendwas machen, ne? Indem du 30 Feinde besiegst. Okay. Ein Ring, okay, gut, das kriegen wir hin. Das machen wir ja aber wahrscheinlich offscreen, sowas. Das sind halt so kleine Herausforderungen, was man auch nochmal haben kann. Aber Fähigkeiten gibt es wieder. Eine. Puh, explodieren lassen. Verbesserung Spinnenlied. Lass deine Feuerstelle explodieren und sorge dafür, dass Spinnen die Gegend überlaufen. Das ist natürlich nice. Hm, Feuerstellen ohne Schattenangriff, Explosion zu was? Schieße mit auf Feuerstellen, um sie ohne Schattenangriff explodieren zu lassen. Wie läuft denn das jetzt gerade? Explodieren lassen. Ach so. So wird es explodiert. Explodiert. Frostnageln. Ja, ist jetzt nicht so... Meins habe ich auch nie wirklich verwendet. Elbenlicht, das ist schon eher von Vorteil mal. Aber es betäubt halt auch nur. Ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Was haben wir hier? Reittier rufen. Aber wenn ich halt einen beherrschten Karagor habe. Ich habe noch keinen beherrschten Karagor. Mächtiger Schwung. Ja, okay, da gibt es so einen komischen Karate-Swing hier. Seelenzittern. Ja, das haben wir schon gehabt mal. Ich würde ganz gern wieder was für die Macht haben. Oder hier. Also eine Grausamkeit. Theorisieren verleiht deiner Macht und deiner Treffeserie einen Bonus. Theorisieren schlägt mehr Feinde in die Flucht. Das ist gut. Giftranken habe ich nie wirklich verwendet bisher. Verbesserungen Infektion. Wir drehen durch und greifen jeden in der Menge an. Das ist natürlich praktisch. Explosives Gift. Fußsoldaten, die vergiften Gräufe explodieren. Das ist ja mies, ey. Was haben wir hier? Monsterjäger. Schleichtötungen können gegen Bestien eingesetzt werden. Das ist vielleicht doch nochmal was. Aber wie oft komme ich dann schon zu Schleichdingern hin, gell? Dein Geist terrorisiert dein Ziel. Aber das habe ich immer noch nie gemacht. Also. Halte Y gedrückt, während du einen Feind mit bla 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 anlockst. Okay. Das muss ich nochmal probieren. Das weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. Was haben wir hier? Vergeltung können wir noch freischalten. Nein, ich schalte jetzt erstmal eins von da unten frei. Und ich glaube, ich bin eher fürs Reittier. Ich weiß, ich kann es noch nicht rufen. Aber ich mach's mal. Ich will nämlich das haben. Das Schatten aufsitzen. Das wird mir schon nochmal was bringen. Okay. Und ich würde sagen, meine Lieben, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder bei der Hauptmission. Weil wir haben eigentlich alles soweit abgearbeitet. Deswegen gibt es jetzt eine Hauptmission nach, bis mal wieder was frei wird. Ich freue mich schon drauf. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis dahin und ciao.